Hallo und herzlich willkommen zum Allgäu TV Wochenrückblick. Schön, dass Sie mit dabei sind. In der kommenden Stunde gibt es nochmal die spannendsten Beiträge der Woche. Vom Unwetter-Update in Babenhausen bis zur Betrugsmasche rund um unabgesprochene Teerarbeiten. Es war mächtig was los die Woche im Allgäu. Starten wir also direkt rein. Die Bilder sind am vergangenen Wochenende durch ganz Deutschland gegangen. Trümmer werden hunderte Meter geschleudert, Autos komplett zerstört. Ein Reihenhaus bricht komplett zusammen. Freitagabend letzte Woche ereignete sich in einem Memminger Wohngebiet eine heftige Explosion. Schnell sind über 200 Kräfte im Einsatz. Als sich die Rauch- und Staubwolke legt, wird das Ausmaß der Zerstörungen ersichtlich. Freitagabend im Kalker Feld, einem Wohngebiet im Nordosten Memmingens. Kurz nach 17 Uhr explodiert ein komplettes Reihenhauseck. Ein Wohnhaus wird zerstört, ein zweites stürzt durch die Explosion teilweise ein. Dieser 85-Jährige, namentlich will er nicht genannt werden, wohnt unweit der Explosion und hat Glück im Unglück. Kurz vor der Explosion war er noch draußen. Ja, wir waren beim Kaffee trinken im Haus drinnen. Kurz vorher waren wir draußen gesehen, da wo jetzt alles kaputt ist, wo die Scherben und alles rumliegt. Gell? Und dann sind wir reingegangen zum Kaffee trinken, wie ich gesagt habe. Und auf einmal hat es einen riesen Rumpel da und es war bloß eine Dreckwolke. Und dann sind sie auch schon gekommen und haben uns rausgeholt. Die Explosion ist so heftig, dass Trümmerteile mehrere hundert Meter weit geschleudert werden. Die ganze Umgebung ist komplett verwüstet. Über 200 Einsatzkräfte sind vor Ort. Löschen, evakuieren, sichern. Das äußere Reihenhaus liegt in Schutt und Asche. Glück hatte auch dessen Bewohner. Den Bewohner des explodierten Hauses konnten die Einsatzkräfte der Polizei in den Abendstunden wohlbehalten antreffen. Dieser befand sich zum Explosionszeitpunkt glücklicherweise nicht im Gebäude. Im teilweise eingestürzten zweiten Haus befindet sich jedoch ein 17-Jähriger. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Die Rettungskräfte können ihn Freitagabend gegen 23 Uhr nur noch tot aus dem Obergeschoss bergen. Zwei Kräfte werden im Zuge der Einsätze leicht verletzt. 15 Menschen können Freitagnacht nicht zurück in ihre Wohnungen. Die Stadt bringt sie in eine Notunterkunft. Die Frage nach der Explosionsursache ist nach wie vor unklar. Es gibt bisher nur erste Vermutungen. Die Ermittlungen zur Explosionsursache laufen derzeit. Nach aktuellem Kenntnisstand ist es möglich, dass ein Gasaustritt für die Explosion ursächlich war. Final lässt sich dies aber momentan nicht bestätigen. Das Haus sei an das Gasnetz angeschlossen. Dort hätte es aber keine Probleme gegeben. Wir haben jetzt zuallererst einmal gecheckt, wie sieht es mit dem Gas aus. Wir haben ja hier in der Straße eine Gasleitung. Die Häuser waren alle über Gas in der Wärmeversorgung bedient. Hier konnten wir jetzt aber seitens der Stadtwerke, es wurde natürlich weiter ermittelt, aber seitens der Stadtwerke ausschließen, dass hier wohl ein Problem war. Wir haben ein sehr neues Leitungsnetz, kein Rohr älter als 17 Jahre und auch tatsächlich vor zwei Wochen erst routinemäßig überprüft. Also das sieht soweit ganz gut aus. Jetzt gilt es aber natürlich weiter zu untersuchen, was kann es denn gewesen sein. Und da war es aber jetzt natürlich im ersten Moment wichtig zu wissen, hat es auch Probleme mit dem Gasnetz und das können wir zum jetzigen Zeitpunkt zuversichtlich ausschließen. Die Ermittlungen laufen weiter. Inzwischen wurden viele Dächer, Fenster und Fahrzeuge provisorisch vor Regen geschützt. Die Stadt hat heute außerdem einen Spendenaufruf gestartet, um allen zu helfen, die Hab und Gut verloren haben. Bis im Kalker Feld wieder Normalität herrschen wird, wird es dauern. Memmingen steht auch am dritten Tag nach der Explosion noch immer unter Schock. Nachhilfe geben, ein Kinderfreizeitprogramm gestalten oder bei der Jobsuche helfen. Die Integrationsarbeit für Geflüchtete wird oft von Ehrenamtlichen geleistet. Jetzt stellt der Bund den Kommunen erstmals eine beachtliche Summe zur Verfügung, um die Menschen, die hier ankommen, besser zu integrieren. 1,2 Millionen Euro fließen auch in das Unterallgäu. Etwas, worüber sich die Freiwilligenagentur Schaffenslust in Memmingen freut, auch wenn viele Herausforderungen trotzdem bleiben.
Um die ehrenamtliche Flüchtlingshilfe im Landkreis zu unterstützen, beschloss der Unterallgäuer Sozialausschuss ein Maßnahmenpaket. Dieses sieht unter anderem eine neue Stelle im Landratsamt vor. Ein Integrationslotse soll Ansprechpartner für die Ehrenamtlichen sein. Eine solche Lotsenstelle gibt es schon bei der Freiwilligenagentur Schaffenslust in Memmingen. Caroline Ratzinger bekommt also bald Unterstützung. Im Rahmen von diesem Maßnahmenpaket zur Integration soll jetzt eine neue Stelle geschaffen werden, ähnlich wie die Ihre. Bringt es für Sie jetzt Erleichterung oder mehr Aufwand, wenn man sich nochmal mit einer Instanz abstimmen muss? Also ich denke, wenn man sich da auch im Vorhinein ganz klar die Aufgaben verteilt und abgrenzt, ist es definitiv eine Erleichterung, weil dann einfach auch Aufgaben wegfallen. Ich denke, da ist einfach wichtig, klar zu kommunizieren, wer welche Aufgaben macht, und dann ist es schon eine Entlastung. Klar muss man sich hin und wieder absprechen, aber ich denke, das ist dann auch auf jeden Fall machbar. Als Integrationslotsin kümmert sich Caroline Ratzinger bisher noch alleine um die Gewinnung, Koordinierung und Unterstützung der ehrenamtlichen Flüchtlingshelferinnen und Helfer. Bald wird es eine weitere Lotsenstelle geben. Trotzdem bleibt die Frage offen, ob dann auch weiter ausreichend Ehrenamtliche kommen. Ist denn bei der Schaffenslust ein Rückgang der Zahlen zu bemerken? Also insgesamt nein, ganz und gar nicht. Es gibt natürlich Aufgaben, die weniger beliebter sind als vielleicht früher. Sie finden für bestimmte Aufgaben, die sehr viel Verantwortung bedingen oder sehr langfristig angelegt sind, vielleicht eher weniger Leute. Aber dieses Engagement, die Engagementbereitschaft lässt auf keinen Fall nach. Also wir erleben es gerade zum Beispiel bei der Flüchtlingshilfe, dass für klare, inhaltlich klar abgegrenzte Aufgaben und zeitlich nach wie vor auch sich Menschen bereit finden, zum Beispiel unser Nachhilfepool für die Geflüchtete, wo im 1:1-Betreuung Geflüchteten geholfen wird, ihr Deutsch zu verbessern. Da finden wir immer wieder Freiwillige, da melden sich auch immer wieder. Aber für so allgemeine Aufgaben, Formulare helfen, das Ankommen, Wohnung suchen, Kindergartenplatz suchen, das sind dann so große, nicht abgesteckte Aufgaben, wo dann Menschen eher zögerlich sind, da Aufgaben zu übernehmen. Die Engagementbereitschaft lässt allgemein im Unterallgäu also nicht nach. Und das trotz der vielen Herausforderungen. Wir haben mehrere Probleme in dem Bereich der Flüchtlingshilfe. Ein Problem sind nicht in jedem Ort, aber doch flächendeckend zu wenig Kindergartenplätze, viel zu wenig Wohnungen, sozial bezahlbarer Wohnraum. Wir haben vielleicht auch mal das Problem, dass wir zu wenig Arbeit haben. Wir haben viel zu wenig Sprachkurse. Das ist eklatant, wie viel Mangel wir hier gerade in unserem Bereich haben. Und diese Probleme werden auch mit noch so viel Ressourcen im Bereich von Integrationsbeauftragten, Integrationslotsen nicht gelöst werden können. Die Integrationsbeauftragten und Lotsen können nichts an den Ursachen ändern. Sie können und müssen versuchen, mit den Auswirkungen umzugehen. Caroline Ratzinger bekommt von den Ehrenamtlichen auch mal frustrierte Rückmeldungen. Tatsächlich ist es relativ unterschiedlich. Oft sind es halt auch Probleme, die in der Ebene nicht gelöst werden können. Oder es sind, es fehlen irgendwie an Kindergartenplätzen, es fehlt an Ärzten für die. Und das bekomme ich natürlich von den Ehrenamtlichen mit, die suchen dann, die helfen oder wollen unterstützen, finden auch nichts. Aber das sind natürlich auch Probleme, wo wir dann nichts lösen können. Und das ist dann manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man da dann an seine Grenzen stößt, wo man eigentlich dann nichts machen kann und niemanden entlasten kann. Wie schafft man es trotzdem, die Ehrenamtlichen weiter für den Job zu begeistern, auch wenn es zu solchen Frustrationen kommt? Also ich denke, dass da oft das Zuhören auch wichtig ist oder auch, dass man da Verständnis zeigt und tatsächlich, dass man einfach über das Problem auch viel redet. Also man merkt, wenn man dann lange mit einem Ehrenamtlichen telefoniert, dass dann, der weiß ja selber, dass ich daran auch nichts ändern kann, und dann tauscht man sich einfach auf, überlegt vielleicht, wie man es besser machen könnte. Ich versuche natürlich, das auch auf die Netzwerktreffen mitzunehmen, wo es dann auch an Landrat teilweise geht, dass man vielleicht doch irgendwo was anstoßen kann. Und ich denke, dass es trotzdem noch genügend schöne Momente gibt, die Ehrenamtlichen dann trotzdem für ihr Engagement noch weiterhin begeistert. Mal Integrationslotsin, Unterstützerin und Organisatorin. Mal Ansprechpartnerin, offenes Ohr und Sprachrohr. Mit dem neuen Maßnahmenpaket bekommen Unterallgäus Ehrenamtliche einen weiteren Ansprechpartner, der für sie da ist und für sie eintritt. Dass er einmal als Hüttenwirt seine Gäste auf der Weltcup-Hütte in Ofterschwang begrüßt, hätte er vor 10 Jahren wohl niemals geglaubt. Schließlich kam Seifedin Wasan als Flüchtling nach Deutschland. Vom Flüchtling zum Hüttenwirt, diese Geschichte klingt wie aus einem Roman, uns hat er sie erzählt. Und da waren wir das erste Mal im September
Da war ich 3 Tage in Deutschland, da war ich das erste Mal auf der Weltcup-Hütte oben. Das ist die Weltcup-Hütte hier, sieht man so ein bisschen. Und da habe ich mir niemals gedacht, dass ich nach 8 Jahren hier oben dann das leite. 2015 war es, als Seife Dienwarzahn mit Alois Ried, oft der Schwangsbürgermeister, hier vor der Weltcup-Hütte stand. Auf dem Foto ist er gerade 17 Jahre alt und musste in seinem Leben schon so einiges durchmachen. Mit 16 hat er alleine seine Heimat Syrien verlassen, hat im Libanon und der Türkei gearbeitet und dann beschlossen, die gefährliche Flucht übers Mittelmeer zu wagen. Da war ich gerade 17 und das Highlight war das, dass ich dadurch das Schwimmen gelernt habe. Wir waren so ziemlich 3 Kilometer von der griechischen Küste entfernt und da ging es dann nichts mehr, da ging nur noch Wasser rein ins Boot. Und da müssen wir dann ein bisschen schwimmen. Entweder schwimmen oder ertrinken. Nach 3 Kilometer schwimmen habe ich das Schwimmen dann doch gelernt. Jetzt bin ich da. Und da ist er als Hüttenwirt auf der Weltcup-Hütte am Ofterschwanger Horn. Der Weg dorthin war aber alles andere als leicht. Nach seiner kräftezehrenden Flucht kommt der damals 17-Jährige alleine in Deutschland an und wird nach Bleichach in eine Sammelunterkunft gebracht. Er geht zur Schule, will die Leute und die Sprache kennenlernen. Durch Alois Ried bekommt er einen Praktikumsplatz und wird übernommen. Ich habe hier auf der Sonnenalp damals meine Kochlehre angefangen, erfolgreich abgeschlossen. Danach mein Betriebswirt in Bad Würishofen habe ich absolviert. Und ja, danach habe ich in der Sonnenalp so 1,5 Jahre an der Rezeption gearbeitet. Ich wollte ein bisschen hochkommen, nicht nur an der Rezeption bleiben, wollte ein bisschen weitermachen. Und der Chef hat mir dann, also der Herr Fessler, hat mir das da angeboten, hier anzufangen. Ich habe natürlich nicht abgelehnt. Wenn man hört bei uns die Weltcup-Hütte, da geht man sofort hin, ne? Seit dieser Saison arbeitet Seife Dienwarzahn, der lieber Seif genannt werden möchte, jetzt hier und hat Spaß an seiner neuen Stelle. Auch wenn er sich hier mittlerweile gut eingelebt hat und sogar den Dialekt gelernt hat, weiß er, was es heißt, als junger Geflüchteter in Deutschland anzukommen. Ein junger Geflüchteter kommt hierher, der hat dann seine Leute um sich herum. Sie unterhalten sich nur in ihrer Sprache, sie sind immer miteinander in der Gruppe. Und der eine zeigt dem anderen, was er macht. Und wenn sie halt anfangen mit irgendeiner negativen Sache, dann machen sie das alle gleichzeitig. Und wenn einer von denen fängt die Arbeit schon an, oder sich zu integrieren oder sich auf Deutsch zu unterhalten, dann fangen alle auch an. Weil es ist so eine Art Gemeinschaft. So ist es in den Asylunterkünften und besonders bei den Minderjährigen. Die Sprache spielt für ihn eine ganz wesentliche Rolle bei der Integration. Er selbst konnte schon nach 6 Monaten so gut Deutsch, dass er im Landratsamt für seine Landsleute übersetzt hat und sieht Deutsch mittlerweile als seine 2. Muttersprache. Gelernt hat er es in der Schule, aber auch durch die Arbeit. Deshalb wünscht er sich, dass Geflüchtete so schnell und unkompliziert wie möglich eine Arbeitserlaubnis bekommen. Ob er dann arbeitet oder sich für die Schule entscheidet, dass er ein bisschen die deutsche Sprache lernt und dann erst die Arbeit einfängt, das obliegt an ihm. Ne? Aber wenn er die Arbeitserlaubnis hat, dann kann er trotzdem nach der Schule immer noch irgendwo als Tellerwäscher arbeiten. Ne? Auf 500, mittlerweile 530 Euro. Weil wenn man bei der Arbeit ist, da lernt man ja die Sprache, da lernt man die Leute kennen. Aktuell können Geflüchtete ihre Arbeitserlaubnis frühestens dann bekommen, wenn ihr Asylantrag genehmigt wurde. Und alleine das dauert laut dem Deutschen Bundestag Stand 2023 durchschnittlich knapp 8 Monate. In Einzelfällen ziehen sich die Verfahren auch deutlich länger. Die Integration geht aber eben nicht erst in der Arbeit, sondern schon in der Schule los. Man soll auch in der Schule aufpassen, dass nicht in einer Klasse zum Beispiel nur Afghanen oder nur Syrer in einer Klasse, weil sie werden dann kein Deutsch mehr lernen. Weil wenn ich mit meinem Nachbarn auf meiner Muttersprache mich unterhalten kann, dann muss ich ja gar nicht Deutsch lernen. Man sollte schon ein bisschen bunter machen, die Sitzordnung.
All das sind für Saif wichtige Schritte für die Integration. Denn der Kontakt mit den Einheimischen, die Unterstützung von ihnen, sein schneller Einstieg in die Arbeitswelt und sein Ehrgeiz sind es, was ihm geholfen hat, sich zu integrieren. Und mittlerweile hat er hier in Ofterschwang und auf der Weltcup-Hütte seine neue Heimat, sein Daheim gefunden. Fast 2 Monate ist es her, das Hochwasser im Allgäu. Anfang Juni hat auch der Kollerbach in Hinterbach für heftige Überschwemmungen gesorgt. Vor 3 Wochen ist er sogar noch mal über die Ufer getreten. Schnell war klar, ein Schutzkonzept muss her. Mögliche Lösungen wurden auch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern diskutiert. Jetzt starten die ersten Sofortmaßnahmen am Kollerbach. Wie diese aussehen, wir waren vor Ort. Ein Stadtteil unter Wasser. Anfang Juni wird der Kemptner Ortsteil Hinterbach geflutet. Auch ein von Anwohnern und Einsatzkräften provisorisch errichteter Damm konnte das Wasser nicht stoppen. In den Häusern steht das Wasser teilweise bis ins Erdgeschoss. Nachdem der Bach im Juli dann nochmal für Überschwemmungen sorgt, ist klar, ein Hochwasserschutzkonzept muss her. Seit letzter Woche laufen die ersten Maßnahmen. Also grundsätzlich muss man mal festhalten, dass wir da in 2 Schritten als Stadt vorgehen. Das sind einmal kurzfristige Sofortmaßnahmen, die jetzt gerade aktuell laufen. Da geht es um Bachfreiräumung, da geht es um Böschungswiederherstellungen, da geht es um eine provisorische Hochwasserschutzwand, die wir wiederherstellen und die wir ertüchtigen. Das sind die kurzfristigen Maßnahmen und natürlich auch der Start für ein langfristiges bzw. mittelfristiges Hochwasserschutzkonzept für Hinterbach. Für ein langfristiges Konzept braucht es Zeit. Sofortmaßnahmen hier am Kollerbach sollen hingegen schnell und einfach umgesetzt werden. Wasserrechtliche Genehmigungen zum Beispiel braucht es dafür nicht. Durch die Maßnahmen soll in erster Linie der Abfluss verbessert werden. Das bedeutet, wir werden versuchen, dadurch, dass wir die Begleitvegetation wegnehmen an den Seiten der Böschungen von dem Bachbett, das Bachbett in Teilen zu verbreitern. Wir haben eben in manchen Abschnitten das Problem, dass große Wurzelstöcke oder auch Büsche sehr stark in das Bachbett reingewachsen sind. Die werden jetzt eben entfernt. Dabei wird aber geschaut, auch, dass die Sohle der Bachböschung trotzdem bestehen bleibt. Und eben aber trotzdem den Querschnitt und somit solche Stolpersteine für Verklausungen und Ähnliches eben zu verhindern in der Zukunft und den Abfluss zu verbessern. Durch das Hochwasser entstanden auch Schäden am Gewässerbett. Ganze Böschungen, Steine und Holz wurden weggespült. Nun muss der Bach freigemacht und verbreitert werden. Ein Teil des Bachs ist schon nahezu komplett vom Holz befreit. Das geht jetzt in den nächsten Tagen weiter. Gleichzeitig haben wir aber auch noch so mehrere kleinere Punkte, wie zum Beispiel solche Ausschwemmungen von den Rändern an dem Bachsohle. Die werden eben auch noch im Zuge dessen wieder verfüllt und mit Wasserbausteinen fixiert, sodass da nicht noch weitere Auskeugungen entstehen können. Laut den Verantwortlichen wird der Bachlauf des Kollerbachs regelmäßig geprüft. Das Hochwasserereignis Anfang Juni war demnach in diesem Ausmaß nicht vorherzusehen. Die Wassermassen seien schlicht zu groß gewesen. Die Sofortmaßnahmen sollen nun einen ersten Schutz bieten. Das viel zitierte langfristige Hochwasserschutzkonzept ist dann eine kompliziertere Angelegenheit. Da müssen wir das ganze Einzugsgebiet untersuchen. Wo können Rückhaltemaßnahmen angeboten werden? Wo sind die überhaupt realistisch, auch von der Größe her, was für Hinterbach letztendlich dann auch eine Entlastung bringen könnte? Aber hier muss man natürlich auch ganz ehrlich sein. Man muss ganz klar betonen, wenn es überhaupt solche Rückhaltemaßnahmen gibt, dann brauchen wir entsprechende Grundstückseigentümer, da brauchen wir Einzelmaßnahmen, die dort umgesetzt werden. Und es geht leider nicht von heute auf morgen. Ein Schutzkonzept für eine Gesamtlänge von 15 Kilometern. Wie das für den Kollerbach konkret aussehen kann, wird sich wohl erst nach Abschluss der Untersuchungen zeigen. Bis dahin bleibt die Hoffnung, dass die akuten Maßnahmen helfen und der Kollerbach wie an diesem Tag friedlich und ruhig durch den Kemptner Ortsteil fließt.
Wie denken Sie an Ihre Schulzeit zurück? Für viele war es die schönste Zeit, in der man auch Freunde fürs Leben gefunden hat. Manche Klassenkameradinnen und Klassenkameraden sieht man danach allerdings nur noch selten. Im Rahmen der Allgäuer Festwoche soll es deshalb ein großes Klassentreffen für alle Absolventinnen und Absolventen der Kemptener Landwirtschaftsschule geben. Ein großes Wiedersehen sozusagen. Seit 4 Jahren ist Gertrud Knoll Bürgermeisterin der Oberallgäuer Gemeinde Wertach. Zuvor war sie mit ihrem Mann mehrere Jahre in der Landwirtschaft tätig. Auf dieses Kapitel ihres Lebens vorbereitet wurde sie an der Landwirtschaftsschule. Ihr dortiger Abschluss liegt schon einige Jahre zurück. Wie lange es genau ist, weiß sie schon gar nicht mehr. Trotzdem denkt sie immer wieder gern an diese Zeit zurück. Die Schulzeit war toll, weil es war ja ein Internat mit dabei und man hat ja da die ganze Woche verbracht und hat also über den reinen Unterricht hinaus auch viel Zeit miteinander verbringen können. Und es war einfach nette Freundschaften, die dann hinterher mit entstanden sind. Aber während der Schulzeit, man ist einfach zu der Klausenfeier hinausgegangen, man ist zum Eisessen gegangen und hat einfach wirklich eine ganz tolle Zeit miteinander verbringen können. Große Teile ihrer ehemaligen Klasse wird sie schon bald wieder treffen. Denn am letzten Tag der diesjährigen Allgäuer Festwoche, dem 18. August, veranstaltet das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kempten zusammen mit der Allgäuer Zeitung und dem Team der Festwoche ein großes Klassentreffen. Teilnehmen können alle Absolventinnen und Absolventen der Allgäuer Landwirtschaftsschulen, für die das Landwirtschaftsamt zuständig ist. Die Idee war eigentlich ein Gespräch zwischen der Festwochenleitung, der Frau Michaela Waldmann und mir. Und wir haben uns überlegt, wie können wir denn die Attraktivität der Allgäuer Festwoche in Kempten für die Landwirte wieder ein bisschen interessanter gestalten. Und da kam die Idee, dass man einfach ehemalige Klassen an einem Tag, dem 18.08., auf die Festwoche einlädt, um Geschichten, Altes, Neues einfach auszutauschen. Weichno ist das Motto, unter dem die Menschen am 18. August auf dem Festwochengelände zusammenkommen werden. Wie der Titel der Veranstaltung schon verrät, soll gemeinsam in Erinnerungen geschwelgt werden. Man will die schöne Schulzeit wieder aufleben lassen. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es ein mehrstündiges, buntes Programm rund um das Thema Landwirtschaft. Also zunächst haben wir unterschiedliche Gesprächsrunden geplant. Man will sich untereinander austauschen. Es ist ja ganz wichtig, dass die Leute, die klassenweise kommen, sich erstmal untereinander austauschen. Dann haben wir unterschiedliche Bäuerinnenchore anwesend. Man gibt es auch sehr schöne Preise. Und vor allen Dingen, was natürlich für jeden immer interessant ist, sind gewisse Oldtimer-Schlepper, die zur Verfügung gestellt werden. Wer Teil des Klassentreffens sein möchte, kann sich im Vorfeld anmelden. Gertrud Knoll hat das schon frühzeitig erledigt, um definitiv dabei sein zu können und ihre lange nicht gesehenen ehemaligen Klassenkameradinnen wiederzutreffen. Ein spannender Moment, auf den die Vorfreude von Tag zu Tag steigt. Ehemalige Klassenkameradinnen, die am Bodensee und da zu Hause sind oder zumindest damals waren. Manche haben weiter hinaus geheiratet und in andere Regionen. Und man trifft sich einfach selten, denkt zwar gern an die ein oder andere zurück. Und beim Klassentreffen besteht die Möglichkeit, dass doch möglichst viele davon kommen und dass man möglichst viele wieder sieht und trifft und dann alte Schoten aus der Schulzeit dann wieder ausgraben dort. Also ich freue mich richtig drauf. Eine genaue Zahl der angemeldeten Personen gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Viel hängt auch von besonderen Faktoren ab, die es so nur in der Landwirtschaft gibt. Sollte zum Beispiel spontan gemäht werden müssen, könnte es für einige Traktor statt Tracht heißen. Eine erste Prognose der Veranstalter zeigt aber, dass das Angebot gut angenommen wird. Vor 3 Jahren dümpelte der SSV Ulm noch im süddeutschen Amateurfußball umher. Regionalliga Südwest hieß damals der Alltag. Jetzt ist alles anders. Am kommenden Wochenende steht nach 2 Aufstiegen in Folge der erste Spieltag der 2. Bundesliga auf dem Plan. Um auf den Punkt fit zu sein, war die Mannschaft wie schon in den letzten 2 Jahren im Trainingslager in der Oberallgäuer Gemeinde Oberstaufen. Und genau dort haben wir sie für die neue Ausgabe des Allgäuer Sport Talks besucht. Wir schnuppern schon mal rein. Der Mannschaftsbus des SSV Ulm ist noch nicht wirklich auf dem aktuellen Stand der Dinge.
An der Seite prangt das Logo der dritten Liga, in der das Team in der vergangenen Saison aktiv war. Völlig überraschend hat man aber den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft. Und es kann eigentlich nur ein gutes Jahr werden. Denn wie schon in den äußerst erfolgreichen letzten beiden Jahren war man für die Sommervorbereitung in Oberstaufen. Jedes Mal, muss man zusammenfassen, wenn ihr hier bei uns im Allgäu im Trainingslager wart, seid ihr danach aufgestiegen. Also ein gutes Omen, oder? Ein sehr gutes Omen. Deshalb sind wir auch wieder hierher gekommen. Nee, Spaß. Aber ja, keine Ahnung. Gehört natürlich auch zu dem ganzen Erfolgsweg dann auch dazu, weil es fängt ja dann schon immer hier an. Hier ist immer so die erste Woche, wie Markus schon gesagt hat, wo wir als Mannschaft so auch mit den Neuzugängen zum ersten Mal so richtig zueinander finden. Und deshalb, ja, ist es auf jeden Fall ein gutes Omen. Und ja, sind gespannt, was dann nächste Saison auf uns wartet. Markus, du hast erzählt, du genießt die Zeit, das angucken zu können, die Trainingseinheiten auch anzugucken. Bleibt dann die Zeit, auch das Allgäu anzugucken? Morgens war ich jetzt schon ein paar Mal laufen hier, um das Allgäu auch kennenzulernen. Letztendlich wissen wir ja, wie schön es hier ist. Wir waren jetzt schon ein paar Mal da und deswegen kennen wir das Allgäu und wissen auch zu schätzen. Und deswegen kommen wir hier auch gerne wieder jedes Jahr her. Erkennt man euch hier? Ja, muss sagen, ja. Hat uns jetzt auch positiv wieder überrascht, dass wir einfach so ja, angesprochen werden, auch positiv angesprochen werden, dass Leute kommen, uns beglückwünschen zu dem erneuten Durchmarsch und dann auch sagen, dass sie uns verfolgen, auch hier im Allgäu. Und das ist natürlich schon super, schon krass, dass, ja, dass man uns erkennt, dass wir ja, hier Sympathien wecken. Und das kann uns schon auch stolz machen, weil, wie gesagt, vor 3 Jahren war das noch nicht so. Und deshalb, glaube ich, sind wir da auf einem sehr, sehr guten Weg. Dass die Ulmer sich in diesem Jahr auf die zweite Bundesliga freuen dürfen, war während ihres Allgäu-Aufenthalts 2023 noch überhaupt nicht geplant, wie uns Trainer Thomas Wörle damals verraten hat. Für uns wird es darum gehen, dass wir im ersten Schritt ganz bodenständig sagen, alles dran setzen, diese Klasse zu halten. Das wird schwer genug werden, denke ich. Ein Jahr später kann man sagen, Ziel auf ganzer Linie verfehlt. Die dritte Liga findet nächste Saison ohne den SSV Ulm statt. Ihre kommenden Zweitligagegner heißen Hertha BSC Berlin, Hamburger SV und 1. FC Köln. Namen, die man in Ulm noch gar nicht richtig begreifen kann. Jetzt habt ihr, wir haben jetzt schon öfter auch das heute als Thema gehabt, vor ein paar Jahren noch Regionalliga. Waren kleine Stadien, alles, ja, ich glaube, eine Nummer kleiner reicht gar nicht. Mindestens 2 Nummern kleiner. Das heißt auch nicht. Ja. Und jetzt geht es unter anderem ins Olympiastadion, ins Volksparkstadion. Es geht in so viele nach Köln auswärts. Es sind wahnsinnige Spiele. Die Fans da haben lange Jahre Bundesliga erlebt. Was bedeutet das auch dir als Spieler? Ja, das bedeutet mir alles. Also wie gesagt, vor allem noch als Ulmer. Jetzt sowas erleben zu dürfen, gegen solche Vereine zu spielen. Also die zweite Liga ist voll mit ganz großen Traditionsclubs. Und Vorfreude pur. Es wird eine brutale Saison. Jedes Spiel ist da eigentlich ein Highlight für uns. Und egal ob daheim oder auswärts. Und ja, wir freuen uns einfach unfassbar auf alles, was kommt. Das erste Spiel in der zweiten Liga gegen den 1. FC Kaiserslautern gehen die Ulmer auch gleich mit dem ersten Titel im Gepäck an, den sie im Allgäu gewinnen konnten. Zum Abschluss ihres Trainingslagers landete das Team bei einem Vorbereitungsturnier im Kempner Illerstadion auf dem 1. Platz. Beste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Jahr in der zweiten Bundesliga. Bei uns geht es nach einer kurzen Pause weiter mit einem Update zum Hochwasser in Babenhausen. Anfang Juni war da ja Land unter. Teile des Ortes standen komplett unter Wasser. Darunter zum Beispiel auch eine gerade neu hergerichtete Eisdiele. Wie es den Betreibern jetzt 2 Monate nach dem Unglück geht und welche Schäden dem Bürgermeister des Ortes noch Sorgenfalten auf die Stirn treiben, das alles gleich. Wir
Bär, das Fachgeschäft für Jagd, Sport und Mode in Kempten. Bekannt für freundliche und fachkundige Beratung. Auf über 700 Quadratmeter bieten wir ein besonderes Einkaufserlebnis für Jäger, Wanderer, Sportschützen, Angler, Outdoor- und Trachtenliebhaber. Schauen Sie rein bei uns im Haus oder im Onlineshop. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Entdecke dein Allgäu. Auf deinen Wegen. Mit E-Bikes von KTM. Bei Zweirathaus Müller in Waltenhofen. Haben Sie schon das richtige Festwochenoutfit? Die Top-Adresse für Tracht in Kempten. Ihr Event in besten Händen. Tagung, Firmen-Event, Messe oder Hochzeit. Von der perfekten Location bis zum Rahmenprogramm. Wir planen Ihre Veranstaltung für Gruppen von 10 bis 600 Personen nach Ihren Vorstellungen. Unser hervorragendes Catering wird Sie begeistern. Vom Fingerfood bis zum 5-Gänge-Menü. Frisch, regional, unvergesslich. Echt fischen. Mit Leidenschaft für Ihr Event. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg zum guten Sehen. Wir stehen für umfassende, kompetente Sehberatung auf dem aktuellen Stand von Forschung und Technik. Ausblick auf mehr Durchblick. Ihr Heinz-Seezentrum Westallgäu in Lindenberg. Reise-TV, die neue Sendung bei Allgäu-TV, Partner der AZ Leserreisen. Lernt die schönsten Reiseangebote kennen. Vom entspannten Wellnessurlaub über sportlichen Aktivurlaub bis hin zu kulturellen Städtereisen. Für lebhafte Einblicke und echte Erlebnisberichte. Die Welt erleben und Möglichkeiten entdecken. Mit Reise-TV, dem neuen Magazin bei Allgäu-TV. Küchenmeier. Mit Sicherheit die beste Wahl beim Küchenkauf. Erwarten Sie Auswahl, Beratung und Service der Extraklasse. Überzeugen auch Sie sich von unserer Qualität. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Via Nova Naturprodukte. Qualität im Allgäu. Seit über 30 Jahren. Wir heißen Sie in unserem Werksverkauf herzlich willkommen und beraten Sie gerne. Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetika nach dem Vorbild der Natur. Es ist jetzt fast 2 Monate her, dass massive Wassermassen Babenhausen im Unterallgäu überrollten. Gleich zu Beginn des Hochwassers am ersten Samstag im Juni wird klar, die Schäden werden enorm sein. Ebenso klar wird den Menschen vor Ort, es wird eine ganze Weile dauern, bis das Ausmaß der Zerstörung erfasst und die Schäden behoben werden können. Wir haben die Marktgemeinde besucht und uns über den Stand der Dinge 2 Monate nach der Katastrophe informiert. Die Bilder haben sich in die Köpfe der Menschen in Babenhausen eingebrannt. Große Teile des Ortes werden überflutet, als vor 2 Monaten das Wasser kommt. So auch diese Eisdiele. Hier steht damals der komplette Keller samt Eismaschinen unter Wasser. Wie geht es den Betreibern heute? Inzwischen hat die Versicherung bezahlt, vieles konnte erneuert werden und der Betrieb läuft wieder. Uns geht super, Eisdiele läuft super. Ist jetzt Hochsaison für uns, ist schönes Wetter, wir freuen uns. Die Maschine laufen, Eismaschine läuft, die Eisdecke läuft. Und die Reparaturen, das wir noch machen würden, machen wir dann im Winter, wenn die Eisdiele zu ist. Dann nehmen wir uns Zeit. Optimismus in der Eisdiele. Bei vielen anderen Schäden in der Gemeinde ist noch Bestandsaufnahme angesagt. Die Schäden sind enorm. Das nasse Wetter der letzten Wochen hat die Arbeiten zusätzlich erschwert. Also wenn man das Gesamte so zusammennimmt, sind es, denke ich, doch zwischen 3 und 4 Millionen, die an Schadenspotenzial, denke ich, dann da sind. Und wie gesagt, Brücken werden gerade untersucht, da kommen die einen oder anderen Schäden nur raus. Weil bis dato war es immer noch schwierig, weil durch die Starkregenfälle auch der letzten Wochen noch immer wieder Hochwasser war und man konnte eigentlich nicht direkt alles sehen, was an den Brückenfüßen kaputt worden ist. Und es kommt so das eine oder andere nach wie vor noch raus. Besonders erwischt hat es beispielsweise die Feuerwehr. Die Fahrzeuge sind zwar einsatzbereit, anders sieht es aber dort aus, wo die Einsätze koordiniert werden. Also das ist jetzt die Einsatzzentrale.
der Feuerwehr. Und da sieht man jetzt schon, wir haben den ganzen Estrich rausgemacht, weil da natürlich das Wasser unten reingelaufen ist und eine Trocknung da nicht so möglich war, dass das dann keimfrei bleibt, sodass wir dazu gezwungen worden sind, dass wir dann den ganzen Estrich rausbauen. Und da laufen jetzt im Prinzip seit 8 Wochen die Trocknungsgeräte. Ist Feuerwehr einsatzbereit? Die Feuerwehr ist einsatzbereit. Also wir haben das Gott sei Dank so hingekriegt, dass das läuft. Fahrzeuge sind da und die sind alle einsatzbereit. Also das funktioniert. Bloß wie gesagt, die Einsatzzentrale, das ist natürlich ein wenig schwierig. Einer der Kindergärten in Babenhausen musste quasi wieder in den Rohbauzustand zurückgebaut werden. Das Wasser hatte vieles zerstört oder unbrauchbar gemacht. Das war die Krippe da herüber und drüber war der Kindergarten. Da hat man jetzt also alles rausgerissen, die ganzen Böden. Wobei der Estrich aktuell noch drin ist, aber vermutlich wird der auch noch rauskommen. Wenn es so kommt wie befürchtet, wird es vermutlich etwa ein Jahr dauern, bevor hier wieder Kinder spielen können. Trotzdem hatten sie noch mal Glück im Unglück. Die Kinder, die haben wir aktuell unterbringen können in einem Kindergarten, der vor kurzem, ich sag mal, verlassen wurde durch die Kinder, weil wir einen neuen Kindergarten gebaut haben und die Kinder vom alten in den neuen umgezogen sind. Und jetzt haben wir das Glück gehabt, dass das Gebäude leer gestanden ist und aktuell keine Nutzung hatte. Jetzt haben wir das ein bisschen aufgemöbelt und halt wieder hergerichtet und die Kinder sind jetzt da untergebracht und ich glaube adäquat untergebracht. Doch auch Straßen und Brücken wurden in Mitleidenschaft gezogen. Wie stark wird derzeit noch untersucht. Sicher ist, dass hier einiges gemacht werden muss und dass es teuer wird. Auf der linken Seite sieht man noch, wie es einigermaßen sein sollte. Und das muss jetzt natürlich wieder hergestellt werden, weil da sind jetzt schon die Bohrpfähle, die sind jetzt schon freigelegt. Und dass bei meinem nächsten Hochwasser dann die Statik dann nicht mehr passt. Und wir haben jetzt aktuell noch kein Problem mit der Statik, aber wie gesagt, das muss halt dann wieder gerichtet werden, damit das ja nicht weiter sich verschlechtert. Was das Hochwasser zusätzlich an Schäden und finanziellen Katastrophen für so manche Privathausbesitzer in Babenhausen bedeutet, lässt sich bei diesen Bildern von der Flut zumindest ein bisschen erahnen. 2 Monate nach der Flut gibt es noch viel Arbeit, zumindest ein bisschen Normalität ist aber wieder zu spüren. Die Sommermonate sind auch Pride-Saison. Der Kern davon ist der Juni, der Pride Month. In diesem Rahmen finden weltweit Demonstrationen statt, von lesbischen, schwulen oder transgeschlechtlichen Menschen zum Beispiel. Die queere Gemeinschaft, also alle nicht heterosexuellen Identitäten, setzen sich so jedes Jahr für mehr Toleranz ein. Seit ein paar Jahren haben sie es mit einer politischen Gegenbewegung zu tun. Der Stolzmonat wäre zwar die deutsche Übersetzung zum Pride Month, könnte von der Bedeutung her aber nicht unterschiedlicher sein. In den Sommermonaten finden in Deutschlands Großstädten sogenannte Pride-Paraden statt. Pride heißt übersetzt Stolz und steht für das Gefühl, das hier alle eint. Auch in Memmingen fand schon eine Pride-Parade statt, bei der Menschen aller Geschlechtsidentitäten und sexueller Orientierungen für mehr Sichtbarkeit und Toleranz einstehen. Hier wird gezeigt, der Name sagt es, man ist stolz auf die Vielfalt. Seit einigen Jahren gibt es dazu eine Gegenbewegung. Unter dem Schlagwort der Stolzmonat, die direkte Übersetzung von Pride Month, wird Hass verbreitet gegenüber queerer, nicht heterosexueller Menschen. Der Hashtag Stolzmonat wurde von der AfD initiiert, um ja eine Gegenbewegung zum Pride Month zu machen. Also zum Beispiel unser Regenbogen kennt nur 2 Farben, ist der Ursprung in Österreich. Daher hat die AfD diese Bewegung, Österreich hat es mit dem Patriotenmonat, einfach die deutsche Übersetzung von Pride Month ist ja Stolzmonat. Genau, und damit wollten sie einfach ja Kontra gegen die queere Community geben, bezeichnet die queere Community auch als abartig. Gerade natürlich Hashtag im Online, auf den sozialen Medien wurde viel genutzt, um quasi Gegenstimmen zur queeren Community zu haben. Die bayerische AfD veröffentlicht unter dem Hashtag Schlagwort Stolzmonat Beiträge gegen das, Zitat, Regenbogengetue. Sie schreiben:
Deshalb stellen wir uns den selbsternannten Moralhütern entgegen, die den Regenbogen als ein machtpolitisches Instrument missbrauchen. Schwarz-Rot-Gold ist bunt genug. Die Anfeindungen passieren nicht nur online, sondern auch im echten Leben. Also wenn wir uns auch die Zahlen ein bisschen angucken, im Vergleich zu 2018 ist die Queerfeindlichkeit um 200% gestiegen. Das sind jetzt aber nur die Fälle, die angezeigt werden. Also Experten schätzen, dass 90% der queeren Anfeindungen gar nicht angezeigt werden. Und also die Dunkelziffer ist deutlich größer. Natürlich passiert das online, aber auch wenn wir uns die Pride-Demos anschauen, Köln, Berlin, da gibt es natürlich immer wieder Einzelfälle. In Berlin jetzt am Wochenende waren auch Gegendemonstrationen von Rechten, die dank des Sicherheitspersonals Gott sei Dank keine Auswirkungen auf die Demo hatten und es friedlich verlief. Aber ja, es passiert natürlich. Es ist nicht nur während der Pride-Season, sondern auch das ganze Jahr über. Es gibt natürlich Leute, die sich nicht trauen, Händchen zu halten in der Öffentlichkeit. Und ja, wenn wir einfach eine grundlegende Atmosphäre haben, dass sich Leute das nicht trauen, ist es natürlich schade. Auch wenn es dann zu weniger Anfeindungen kommt, Offenheit ist dann natürlich was anderes. Den 200-prozentigen Anstieg der Hasskriminalität vermeldete das Bundesinnenministerium. Trotz der immer noch großen Dunkelziffer trauen sich immer mehr Menschen, zur Polizei zu gehen und Hasskriminalität anzuzeigen. Damit allein lässt sich der Anstieg der Zahlen aber nicht erklären. Ja, die Zahlen steigen natürlich, weil sich mehr Leute trauen, aber auch ja, die rechte Bewegung nimmt zu und dementsprechend leider auch die Anfeindungen. 2018 wollte die AfD die Ehe für alle wieder aufheben. Die AfD verfolgt eine konservative Familienpolitik, diskriminieren wolle man aber niemanden. Nein, überhaupt nicht. Ja, also wenn Sie die Partei anschauen, da sehen Sie, dass wir durchaus auch sehr divers sind, aber wir glauben einfach, Mann ist Mann und Frau ist Frau. Und das gehört sich auch so und das bedingt sich einander, aber wir werden ganz sicher niemand anderen ausschließen. Wir sind da durchaus sehr offen für alle. Aber wir glauben halt, das Zielbild sollte die Familie aus Mann, Frau und Kindern sein. Und jeder kann aber sonst leben, wie er will. Wir sind da durchaus sehr freiheitlich eingestellt. Die tolerante Einstellung und das Familienzielbild sind für Allgäu Pride widersprüchlich. Trotz weltweitem politischem Gegenwind verliert Magda Weiß nicht die Hoffnung. Was mir aber Hoffnung gibt, sind so Vereine wie Allgäu Pride eben. Da bekommen wir höhere Mitgliederzahlen, mehr Zustimmung. Jetzt haben wir ja die Pride Week Ende August. Am 31. haben wir dann auch die große Demo. Letztes Jahr hatten wir 650 Teilnehmende, also zunehmend mehr Personen im Vergleich zu den ersten Jahren, auch mit dem großen Festival dann. Und ja, solche Dinge geben mir Hoffnung, dass auch im Allgäu was passiert. Wir werden uns auch zukünftig mehr in Richtung Aufklärungsarbeit bewegen. Das heißt, ich bin da optimistisch, dass ja, wir im Kleinen was bewegen können. Im Kleinen wird auch Ende August wieder etwas bewegt bei der allgäuweiten Aktionswoche. Der Höhepunkt wird die Pride-Parade am 31. August in Kaufbeuren sein. Über 20 Millionen Euro hat der Freistaat in dieses Projekt investiert. Die umfangreichste Sanierung in der Geschichte von Schloss Neuschwanstein ist jetzt abgeschlossen. Nach 7 Jahren erstrahlt das Märchenschloss König Ludwig II. In neuem Glanz. Am Donnerstag wurde die fertiggestellten Sanierungen vorgestellt. Auch der bayerische Finanz- und Heimatminister Albert Füracker hat sich dafür nach Schwangau aufgemacht. Medienrummel war also vorprogrammiert. Wir haben uns mit reingestürzt. Seit 150 Jahren stehen die Türen in Schwangau für die Öffentlichkeit weit offen. Über 70 Millionen Besucherinnen und Besucher haben seitdem am und im Märchenschloss von König Ludwig II. Ihre Spuren hinterlassen. Diese Spuren galt es in den vergangenen 7 Jahren zu beseitigen. Die aufwendigen und umfangreichen Arbeiten sind jetzt fast abgeschlossen. Finanz- und Heimatminister Albert Füracker betonte bei seinem Besuch zu diesem Anlass heute noch einmal die Bedeutung dieser Sanierungsarbeiten für Bayern. Ja, das ist weltweit das bekannteste Bauwerk, würde ich mal sagen, und es steht in Bayern. Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Bauwerk nicht nur in einem Zustand erhalten dürfen, sondern es auch weiterentwickeln können, für die Nachwelt erhalten. Vielleicht werden wir Weltkulturerbe. Also das ist wirklich ein ganz starkes Stück Bayern.
Neben den vielen Millionen Besucherinnen und Besuchern, die das Schloss jährlich betreten, sind es aber auch die alpinen klimatischen Besonderheiten, die Spuren hinterlassen haben. Vergilbte Vorhänge oder poröse Fassaden mussten behutsam restauriert werden. Das Ergebnis dieser Arbeit zeige, die 20 Millionen Euro seien gut investiertes Geld gewesen. Es hat sich hier gelohnt. Man muss sehen, dass 20 Millionen tatsächlich viel Geld sind. Aber für ein dermaßen großes Objekt, nach 150 Jahren auch einmal wieder so eine Sanierung durchzuführen, ich glaube, das muss sein. Wir wollen der ganzen Welt zeigen, dass wir auch unser Weltkulturerbe gut erhalten. Wir sind im Kostenrahmen geblieben. Es ist tatsächlich so, dass das eigentlich erstaunlich ist in den letzten Jahren, die Kostensteigerung, die wir hatten. Es war gut kalkuliert und es ist auch gut umgesetzt worden. Man kann nur allen danken, die hier planen, die Schlösserverwaltung, die hier bauen, die Dinge durchführen, restaurieren. Also es ist wirklich eine Meisterleistung in jeder Hinsicht. Der Kostenrahmen konnte eingehalten werden und auch zeitlich liefen die Arbeiten nach Plan. Das, obwohl das Sanierungsprojekt parallel zu den Besucheröffnungszeiten des Schlosses ablief. Stellenweise eine anspruchsvolle Angelegenheit, sagt der leitende Restaurator Stefan Wolf vom Restaurierungszentrum der Bayerischen Schlösserverwaltung. Also ich glaube, tatsächlich die größte Herausforderung war, diese Maßnahme, die über mehrere Jahre lief, tatsächlich im Einklang mit dem Besucherverkehr zu organisieren. Also das heißt, dass alle Arbeiten eigentlich während dem laufenden Besucherbetrieb durchgeführt werden mussten und damit natürlich auch immer Rücksicht nehmen mussten auf die relativ enge Taktung der Führungsgruppen, auf die Befindlichkeiten, die auch entstehen, wenn irgendwo gearbeitet wird, gibt es natürlich auch manchmal Geräusche, Lärm. Und da werden oder könnten natürlich auch Führungen gestört werden. Und da war es eigentlich das Hauptziel, tatsächlich das mehr oder weniger geräuschlos alles so zu organisieren, dass der Betrieb ganz normal weiterlaufen kann. Kleinere Restarbeiten will das Team in den nächsten Wochen fertigstellen. Die Grundsteinlegung für Schloss Neuschwanstein erfolgte am 5. September 1869. Am 1. August 1886 wurde es, wie auch die anderen Königsschlösser nach dem Tod des Märchenkönigs Ludwig II., der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Und auch in den kommenden Jahren werden die Menschen millionenfach aus der ganzen Welt anreisen, um das wohl berühmteste Schloss der Welt zu bestaunen. Der Meistertitel der englischen Fußballmannschaft Leicester City im Jahr 2016 zählt bis heute zu den größten Märchen in der gesamten Sportwelt. Im Vorjahr als Aufsteiger gerade noch den Klassenerhalt geschafft, gelang es plötzlich an allen milliardenschweren englischen Fußballunternehmen vorbeizuziehen. Seitdem ist der Verein aus dem Zentrum der Insel jedem Fußballfan ein Begriff. Nach einem kurzen Abstecher in die zweite Liga tritt das Team in diesem Jahr wieder in der höchsten Spielklasse der Premier League an. Der letzte Schliff für die Saison erfolgt gerade in Weiler-Simmerberg und die Gastgeber aus Weiler konnten sich in diesem Zug noch ein Testspiel gegen die Engländer sichern. Am Mittwoch war die Zeit für das Spiel des Jahres gekommen, aber das Wetter hatte dann doch andere Pläne. Schon kurz nach dem Anpfiff braut sich über dem Stadion des FV Rot-Weiß Weiler ein Sturm zusammen. Und das nicht etwa, weil man von der gegnerischen Offensive aus der Premier League, der besten Fußballliga der Welt, überrollt zu werden droht. Aber der Reihe nach. Eine Stunde zuvor um 5:30 sind alle noch bester Laune. Vereinsmitglieder, Zuschauer und allen voran natürlich die Weilermer Spieler, für die das Spiel des Jahres auf dem Programm steht. Es geht gegen Leicester City, den englischen Meister von 2016, der aktuell Weiler für sein Trainingslager nutzt. Ja, leicht nervös ist man schon, aber sonst eigentlich wie davor auch. Man macht sich halt warm und versucht sich zu fokussieren. Und dann geht man das Spiel rein wie in jedes Spiel, aber klar, heute ist es noch ein bisschen schwerer. Also sowas hatte ich zuvor auch noch nie, gegen Premier League zu spielen, aber bin gespannt, wie krass der Niveauunterschied ist und auch wie schnell der Ball bei den Gegnern laufen wird. Und wie viel wir dann auch hinterherlaufen müssen. Aber man freut sich trotzdem drauf, auch wenn es ein schmerzhaftes Spiel sein wird. Zum Vergleich, Leicester City spielt in der ersten englischen Liga und ist ein Team aus Vollprofis. Der FV Weiler ist Teil der sechsthöchsten Liga in Deutschland und ein reiner Amateurverein. Klar, dass die Spieler so eine Chance nicht verpassen wollen. Einer ist jedoch verletzungsbedingt zum Zuschauen verdammt.
Michael Schmid, bekannt aus unserem Allgäu-TV-EM-Tippspiel, fällt mit einem Mittelfußbruch aus. Das ist natürlich mega bitter. Hätte gerade bei so einem Spiel gerne auch gespielt. Ist jetzt ärgerlich, aber man kann es nicht ändern. Und so gibt es für ihn wie für über 1000 andere an diesem Abend die Zuschauerperspektive. Vor dem Anpfiff ist die Stimmung im Stadion fast schon Bundesliga-tauglich und die Vorfreude bei den Fans riesig. Klar, das ist nicht alltäglich, dass ein Premierligist hierher kommt. Ich bin aus Rothenburg jetzt extra angereist, 2 Stunden und hoffe jetzt natürlich, dass das Spiel stattfindet. Sehr groß. Wir sind extra angereist, habe extra mein Jahrhundert-T-Shirt angezogen. Jetzt hoffe ich mal, dass das Wetter hält und dass wir ein gutes Spiel sehen. Boah, ich habe eigentlich ziemlich Bock, bin gespannt, wie groß der Klassenunterschied ist. Bin ich mal sehr gespannt, wie stark man sieht. Sehr groß. Ich meine, wann hat man schon mal die Premier League in Weiler? Leicester City als Aufsteiger, erst war Ungarn da, jetzt Leicester, kann so weitergehen. Also es ist ein großer Event für Rot-Weiß-Weiler. Ne? Also halt hoffen wir, dass das Wetter hebt, aber halt die Prognose sagt halt, dass Niederschlag und Hagel, weil wir es hoffen, dass das Spiel 90 Minuten durchgeht. Und dann ist der Moment endlich gekommen. Die beiden Teams betreten umjubelt das Feld und das Spiel des Jahres für den FV Rot-Weiß-Weiler kann beginnen. Und wie erwartet, dominieren die Engländer das Spiel. Doch die Westallgäuer geben alles, um den großen Favoriten auf dem Weilemer Rasen zu ärgern. Der wird in diesem Sommer ganz schön beansprucht und hatte nach der Europameisterschaft und dem damit verbundenen Besuch der Nationalmannschaft Ungarns nur wenig Zeit zum Durchatmen. Recht kurz, weil die Ungarn sind ja kurz nach dem Turnier abgereist, nach der Gruppenphase. Und dann konnten wir uns nur kurz vorbereiten, den Platz ein bisschen regenerieren lassen. Und jetzt ging es gleich weiter mit Leicester. Also wir haben da Schlag auf Schlag die Highlights dieses Jahr, was uns natürlich sehr freut. Gerade einmal 10 Minuten hält diese Freude. Dann startet das vorhergesagte Gewitter. Dem Schiedsrichter bleibt keine andere Wahl, als beide Teams aus Sicherheitsgründen in die Kabine zu schicken. Es kommt zum Spielabbruch. Beim Stand von 0:0, für Weiler so etwas wie ein sportlicher Erfolg. Und wer ein englisches Team zu Gast hat, der muss letztendlich wohl auch mit englischen Wetterverhältnissen rechnen. Nach einer kurzen Pause geht es um eine neue Betrugsmasche hier im Allgäu. Und die ist wirklich kurios. Denn immer wieder passiert es, dass Geschädigte ihre Einfahrt oder ihren Parkplatz neu geteert vorfinden und das ohne, dass sie die Arbeiten jemals in Auftrag gegeben hätten. Stümperhaft geteerte Flächen und wenig darauf eine hohe Rechnung im Briefkasten. Die Hintergründe zur Betrugsmasche gleich. Hosp, Ihr Weinhandel im Allgäu. Der Spezialist für Wein, Sekt und Spirituosen. In Kempten, Ludwigstraße 32. Für jeden Geschmack das Passende. Hosp Weinhalle. Möbel, Wohnkonzepte und hochwertige Markenküchen mit aktuellster Ausstattung. Lassen Sie sich inspirieren. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei uns begrüßen zu dürfen. Delta Möbel, Ihr Möbelhaus mit Persönlichkeit in Leutkirch im Allgäu und Bubesheim. Über 100 Jahre Erfahrung für Betonerzeugnisse höchster Qualität. Zeitlos. Hochwertig. Innovativ. Wir bringen Außenflächen formvollendet zur Geltung. Mutzel. Einfach reisen, entspannt und sicher ankommen. Und das seit 100 Jahren mit Berchtoldreisen. Tagesfahrten, Städtereisen, Wanderreisen oder Badereisen. Einfach abtauchen mit der Rundum-Sorglos-Betreuung. Sicher und entspannt. Entdecken Sie mit uns die Zukunft des Reisens. Umweltfreundlich und komfortabel. Berchtoldreisen. Alles muss ständig irgendwo hin. Überall. Tag und Nacht. Unser Job ist es, Dinge von A nach B zu transportieren. Michels medizinischer Bluttransport. Zuverlässig und termingerecht. Und das erfolgreich seit 10 Jahren. Ihr Heimtier ist ein Teil der Familie. Darum geben wir ihm, was es benötigt, um glücklich und gesund zu sein. Blattner Heimtierfutter steht für Qualität. Die Natur ist unser Vorbild. Der zufriedene Kunde unser Ziel. Beim
Beim Beulendoktor in Immenstadt kümmern wir uns um wirklich alle Probleme. Ob Werkstattservice, Unfallinstandsetzung, Lackierung oder Aufbereitung. Wir sind die Kfz-Meisterwerkstatt mit dem Rundum-Sorglos-Paket. Geht's ums Auto? Geht's zum Beulendoktor. Besuchen Sie uns, entdecken Sie und schmecken Sie die ganze Vielfalt Allgäuer Käsekunst. In unserem Käse- und Bioladen in Isny oder in Haselburg bei Leutkirch. Käsküche Isny. Mehr Bio als erlaubt. www.käsküche-isny.de. Was würden Sie machen, wenn bei Ihnen plötzlich ein Teil des Grundstücks mit Teer überzogen ist, ohne dass Sie den Grund dafür kennen? Ähnlich erging es Marc Wenz, dem Betreiber des Allgäu-Outlets, letzte Woche. Und wie die meisten es wohl machen würden, hielt er das alles erst für einen schlechten Scherz. Das Teerdesaster entpuppte sich jedoch schnell als dreister Betrug. Wie es dazu kam und was das jetzt für den Unternehmer bedeutet, wir haben mit dem Betroffenen gesprochen. Es ist ein einfaches Stück Papier im DIN A4-Format, das Marc Wenz, dem Betreiber des Allgäu-Outlets, gerade großen Kummer bereitet. Es ist die Rechnung über 5.500 Euro für mehrere Teerarbeiten auf dem Parkplatz hinter dem Allgäu-Outlet. Das Problem, die Arbeiten wurden nie von ihm in Auftrag gegeben. Ja, letzte Woche kam hier ein Bautrupp bei uns in der Filiale an, bei der Filialleitung, und fragte die Filialleiterin, ob sie kurz von der nebenanliegenden Baustelle ein paar Teerreste hier in Löcher stopfen können, damit sie das nicht mehr mitnehmen müssen. Und dann haben wir natürlich gesagt, kein Problem. Und dann war eine Stunde später das Debakel hier. Wir hatten ungefähr 200 Quadratmeter geteert und im Gegenzug gab es dann aus Italien eine Rechnung. Diese wurde aber nie von Marc Wenz bezahlt, da er bei einem Abgleich der Firmenadresse mit dem Handelsregister feststellte, dass es das Unternehmen rechtlich gar nicht gibt. Daraufhin wurde die Polizei alarmiert, die zwei Täter auf der Flucht schnappen konnte. Beide waren den Beamten bereits bekannt. Ja, grundsätzlich sind diese reisenden Teerkolonnen kein polizeilich neues Phänomen. Die ersten Teerkolonnen wurden polizeilich bereits vor rund 20 Jahren registriert. Wir haben aber aktuell insbesondere im Bereich Oberallgäu wieder ein erhöhtes Fallaufkommen. 2023 waren es im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums 7 Betrugsfälle durch Teerkolonnen. Jetzt sind es allein im Oberallgäu 5 und das nur in den letzten Monaten. Bei Marc Wenz wird der Betrug einen hohen finanziellen Schaden nach sich ziehen. Wir haben einen Gutachter beauftragt, müssen es natürlich wahrscheinlich alles entfernen lassen. Das Problem ist, dass der Teer nicht fachgerecht verlegt ist. Wir haben im Frühjahr gerade eben den Parkplatz neu renovieren lassen, vor allen Dingen die Markierung, das müssen wir alles neu machen. Der Gutachter meint so einen Schaden um die 20.000 Euro. Zeitgleich zum Betrug am Allgäu-Outlet versuchte es eine Teerkolonne bei der Sonthofer Hirschbrauerei. Dort allerdings erfolglos. Für die Zukunft möchte sich auch Marc Wenz besser rüsten. Wir sind natürlich jetzt hellwach, haben auch alle Mitarbeiter aufgerufen, wenn noch mal irgendein Bautrupp kommt und sagt, sie wollen hier irgendwas im Guten für uns machen, kostenfrei, sofort Stopp sagen, vorsorglich vielleicht lieber mal die Polizei rufen. Und auch alle warnen. Also mir ist wichtig, dass wirklich jetzt hier alle auch gewarnt sind, auch Privatpersonen, dass hier nicht irgendwo ein Bautrupp kommt und einen auf Goodwill macht und in Wirklichkeit eine Rechnung kommt. Zum einen will Marc Wenz seinen Fall der Öffentlichkeit weiterhin nicht vorenthalten, um so auf die Problematik und die Masche aufmerksam zu machen. Zum anderen gibt auch die Polizei Präventionstipps. Wir sensibilisieren natürlich im Rahmen unserer täglichen Berichterstattungen, sollte es zu solchen dubiosen Angeboten kommen. Gleichzeitig geben wir Verhaltenstipps im Rahmen unserer Pressemeldungen und gewährleisten natürlich eine erhöhte Streifenpräsenz, einfach um zu sehen, ob Teerkolonnen wieder im Allgäu unterwegs sind. Außerdem solle man sich mental auf ein Aufeinandertreffen an der Haustür mit solchen Teerkolonnen vorbereiten. Wichtig sei es, standhaft zu bleiben und sich nicht auf vermeintlich lukrative Geschäfte einzulassen. Wer diese Punkte befolgt, kann teuren DIN A4-Überraschungen in Form einer Rechnung aus dem Weg gehen. Und da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Das war der Allgäu TV Wochenrückblick. Am Montag ist meine Kollegin Lemonia Leindecker mit den Allgäu TV Nachrichten für Sie da. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, auch wenn das vielerorts verregnet ausfallen könnte. Halten Sie durch, ab kommender Woche folgt der Sonnenschein. Machen Sie es gut. Das Allgäu
weil ich hier die Werkstatt habe, weil ich hier aufgewachsen bin und hier passt einfach alles. Mir gefällt das Allgäu aus dem gleichen Grund. Ich habe hier meine Werkstatt, ich lebe hier sehr gern und man hat einfach den Platz und die Weite, um zu arbeiten und die Inspirationen von der Natur. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu.